Was geht ab, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Part der Battle Factory Versus mit dem gut aussehenden Grandiose El Presentos. Servus! Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Fast so wunderschön wie du. Und damit willkommen! Alter, wir machen uns hier nur schöne Augen in der wunderschönen Rising Ruby und Single Server Battle Factory Versus. Ich bin in Moosbach. Timo sag ich auch schon. Dario kommt jetzt auch gleich. Ja, Dario kommt. Ja, das dauert 2 Minuten oder so. Tschüss. Ist nicht Route 124 neue Route? Genau, aber ich habe keinen Encounter bekommen. Also, ich habe nichts encountert. Okay, also ich surfe jetzt einfach mal lang und hoffe, dass ich auch einen guten Encounter bekommen werde. Also, warte mal, ich klicke mal ganz kurz hier die Map weg, damit ich nicht sehen kann, was kommen kann. Okay, ich habe gehört, was ich bekommen kann. Und ich habe einen Encounter. Okay. Also, by the way, heute ist Encounter-Part. Wir haben bis zu 4 Encounter heute, was ganz nice ist. Yes, Leute, das wollte ich gerade sagen. Also, falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, der war, es war ein sehr, sehr krasser Vorstand. Oh, wow, das war wieder, wow. Das war wieder ein Megaplay. Vielleicht sollte ich da was anderes machen. Aber du hast deinen Encounter bekommen, oder wie? Ich habe meinen Encounter bekommen, ja. Sagst du es gut? Ist okay, ja, der ist solide, würde ich sagen. Ist jetzt kein gutes Pokémon, ist das auch gar nicht so schlecht. Also, ist okay, ist eine gute Coverage, die ich mitnehme. Hast du auch einen Encounter bekommen? Ich liebe das. Was hast du? Ich habe an dieses Pokémon in der letzten Folge gedacht, als wir über den Tod von Viscorn geredet haben. Achtung, Spoiler. Achtung, Spoiler, Leute. Viscorn ist leider nicht mehr in unserem Team. Ja, okay, also bist du sehr zufrieden, sagst du? Ich bin sehr zufrieden. Okay. Ich weiß auch nicht, was das für eine Reaktion das gerade bei mir war. Das ich war eine halt gute einfach, Reaktion. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, nein, es ist perfekt. Es ist halt echt perfekt. Also mir gab es hier unter anderem auch ein Sumpex, was ich gerne mitgenommen hätte, aber ich kann ja mal ganz kurz schauen, was wir hier sonst gehabt hätten, außer jetzt dieses Pokémon, was wir jetzt gerade bekommen haben. Also ihr müsst auch wissen, wir sind so voller Liebe, voller Elan, weil wir halt lange keinen One vs. One oder sowas mehr hatten. Also richtig. Das kommt dazu. Also ich hatte hier ein Altaria, Sumpex, Bibor, das wäre halt meine Mega-Route gewesen. Wablu gab es hier auch noch. Alter, ich habe ja auch bisher sehr viele potenzielle Mega-Pokémon. So krass. Und vielleicht kommt bald was Neues dazu. Oha! Okay. Ich werde einfach schon mal in Moosbach angeln gehen, glaube ich. Einfach, mach das. Einfach schon mal for real. Und ich liebe diese Musik in Moosbach, ey. Die ist so entspannt. Bitte was. Leute, ich brauche auch vor allem jetzt einen Counterpart. Beziehungsweise wir beide brauchen einen Counterpart, denn im letzten Part, wie gesagt, sind 2 Pokémon aus meinem Team gegangen. Eins davon war sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass die Pokémon, die wir heute bekommen werden, diese Lücken füllen werden. Das hoffen wir doch alle. Also vor allem bei dir, da sind ja doch durchaus ein paar Problemkinder. Das ist tatsächlich ein gutes Pokémon. Das ist tatsächlich ein gutes Pokémon. Bist du zufrieden, sagst du? Yes. Das ist ein sehr, sehr guter, spezieller Attacker. Nicht zu langsam, gute Coverage. Genauso was brauchte ich eigentlich, was speziell angeht. Ich brauche irgendwas Defensives noch, dann wäre es super. Ich guck mal ganz kurz. Ja, komm. Der hat nicht so eine gute Init. Aber ist out Speed viel, sag ich mal. Und vielleicht hat also er auch eine gute... Also ist nicht bad, sagst du. Ist nicht bad, ist absolut nicht bad. Absolut nicht bad. Obwohl, warte mal, ich muss auf die Entwicklung auch gehen, was die Init-Werte angehen, weil ich meine, die sind doch besser als gedacht. Ja, doch. Bruder. Bruder! Oh, 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 oh. Es könnte sich gleich selber killen. Mit was das denn? Mit okay, Moment. Ich sollte einfach in den gehen, weil der ihn einschläfern kann. Nein, nicht direkt Rückstoßattacken. Wie kann das Och nein, der kann sich jetzt selber killen, wenn ich Pech habe. Oh nee, der hat den Fluch oder so. Selbst. Nein. Ach, sei doch nicht bescheuert. Sei doch nicht dumm, Bruder, was ist los? Der ist halt gerade blöd. Nein, er hat sich selber getroffen, er ist tot! Was war's? Nein. Ich hätte von Anfang an ihn gehen sollen und gehen einsetzen sollen. Was hast du denn? Ich hatte ein Knacksel. Oh! Es hat Fuchtler eingesetzt. Nein, es hat sich selbst verwirrt. Sich verwirrt, ja. Aber ich habe zu spät geschaltet. Ich hätte in Lamus gehen sollen, hätte ihn einschläfern können. Oh mein. Dann wäre alles okay gewesen.
Du hast was Gutes? Es hat ein gutes Wesen. Aber was heißt gut? Es ist ein okayes Wesen. Ah, das tut mir weh, weil das hätte ich besser machen können. Es war unlucky, dass er zweimal sich selber getroffen hat von dreimal oder so. Aber ich hätte es besser machen können und das tut mir gerade weh. Ach, Mann. Ach, nein. Richtig nice. Ich glaube, das Pokémon ist tatsächlich gar nicht mal so bad. Also, es sind zwei gute Pokémon gefangen. Ein physisch offensives und ein speziell offensives. Und die haben beide halt, einmal das physische offensive Pokémon hat natürlich ein Attack plus Wesen, das andere hat ein spezial offensives Wesen. Okay, das ist natürlich nice. Ja. Ich überlege halt, ob ich dafür den Meisterball hätte werfen sollen. Knaxel. Ja. Ah, nee. Am Ende ärgerst du dich. Vor allem, Knaxel ist ein nices Pokémon, ist schnell, hat eine gute Coverage, aber du hast halt wieder diese Vierfachschwäche drauf, die mich übelst abfacken würde. Ja, das ist halt das, was mich auch gestört hat. Und am Ende würdest du dich halt hassen, wenn das Ding sterben würde. Ja. Ich habe halt ein Boden-Pokémon in meiner Box noch. Okay, das ist ein interessanter Encounter. Bist du schon sehr, in Moosbach oder wo bist du? Also ich habe in Moosbach meinen Encounter geholt, jetzt hole ich den gerade auf Route 124. Achso, okay, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt schon mal in die Tiefseehöhle. In die gute. Mach das. Und vor der Küstenhöhle müsste auch noch ein Encounter sein. Ach, Küstenhöhle heißt die, stimmt. Naja. Vor der Küstenhöhle? Da gibt es ja den Küstenschein und so. Ja, das müsste Route 125 sein. Okay, ich bin aber jetzt auch immer noch in Moosbach, wenn ich das richtig gehört habe, auch wenn der Encounter krass ist. Und das wäre ein potenzielles Mega. Ich hoffe, dass es noch nicht Route 125 ist. Warte, ich guck mal ganz kurz. Wenn, dann hasse ich mich. Nee, es ist noch Moosbach. Okay. Huh, Glück gehabt. So, Leute. Route 125. Angel hier oder surfe ich hier durch? Ich glaube, ich surfe hier einfach durch. Einfach surfen. Einfach surfen. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Kennst du das? Ja, natürlich. Ah, Kindheit. Good old Findet Nemo. Oh mein Gott, ich höre echt coole Pokémon. Ja, kritisch. Komm schon, gib mir was Gutes. Hast du was Gutes bekommen? Der ist nicht bad. Das hört sich natürlich nicht schlecht an. Der ist voll entwickelt. Und der kann richtig, richtig gut Schaden drücken. Der ist nicht bad, der ist voll entwickelt, kann guten Schaden drücken, okay? Ist ein Pokémon, womit man vielleicht nicht sofort rechnet tatsächlich. Ja, interessant. Ich google mal ganz kurz. Also ich habe einen soliden Counter, keinen Pokémon, bei dem ich mir sage, Alter, Insanity. Aber ich könnte überlegen, ob ich den gegen die Arena mitnehme. Okay, das ist ja auch wichtig. Wir müssen da jetzt auch drauf aufpassen. Ja, doch. Also Init-Werte ist halt solide. Spezialangriff ist top. Also das ist ein guter speziell offensives Pokémon. Oh. Was ist denn? Ja, eine interessante Kombo. Typenkombination oder? Oh, ich sehe gerade. Der kann ein getragenes Item haben, was zu 100% immer drauf ist. Was zu 100% immer drauf ist? Ja, angeblich Galaxo. Steht hier. Aber keine Typen. Also er hat eine Typenkombination, sagst du? Nein, er hat einen Typen. Er hat einen Typen. Ja, okay, weil du gerade Kombo meintest. Ja, Relaxo. So. Auf geht's. Nee, Relaxo ist es nicht. Relaxo wäre cool. Insane. Relaxo wäre hättest du, glaube ich, cool. Anders reagiert. Ja, Relaxo wäre echt heftig. Also das Pokémon ist schon auch gut. Ich hoffe, er macht nicht so viel Schaden jetzt hier. Ich hoffe. Okay, der macht Schaden. Vielleicht habe ich da doch ein bisschen Panik tatsächlich. Ich habe nämlich nicht so viel, was dagegen standhält. Aber ich bin bisher zufrieden mit meinen Countern, Leute. Absolut, außer der hat jetzt vielleicht noch ein Kackwesen. Das kommt vielleicht noch. Aber mal schauen. Ja, aber es ist ja nicht immer super schlimm, wenn das Wesen schlecht ist. Right. Aber das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Ja, wie gesagt, mein Knarkse wäre auch insane gewesen. Wäre. Und dieses Pokémon, was ich jetzt gefangen habe, ist prinzipiell auch super gut. Also nicht super gut, also schon gut, nicht super gut. Okay. Aber, ja doch, ich glaube, ich nehme es mit in die Arena. Ja? Ja. Okay. Es hat sehr effektive Attacken gegen Psycho, deswegen. Oh, ich sehe gerade, die Fangrate ist sehr gering. Aber? Okay, es hat dreimal gewackelt. Ich wollte gerade sagen, Alter, wie hoch ist denn die Fangrate? 30. Ja, 30 geht doch. Ja, geht. Geht Schmied, sag ich da. Bei Fangrate 3, ne? Da kommt erst der wahre Dario zum Vorschein. Ja, da schmeißt man drei Pokébälle, Leute, dann hat man Metagross in der Tash. Richtig, so kennt man ihn. Ach Mann, ich bin gerade immer noch sad über Knarksel. Ja, das war echt cool. Auch wenn ich jetzt einige Kommentare lesen darf. Yo, Present, wieso bist du so bescheuert? Knarksel, den hättest du eigentlich. Wirf doch den Meisterball, du Noob!
Ja, machst du nichts, ne? Machst du nichts. Leute, es kommen noch mehrere Encounter, von daher abwarten, ne? Richtig. Ich habe ja noch zwei Encounter jetzt vor mir. Ja, ja. Der auf Route 125 und der in der Küstenhöhle. Küstenhöhle. Die wunderschöne Küstenhöhle. Oh yeah. Und da gibt es auch wichtige Sachen für mich und mein Team. Da gibt's Eisstrahl, glaube ich, ne? Unter anderem. Unter anderem. Hört, hört, Leute. Hört, hört. Das kann ganz interessant werden, habe ich gehört. So, eins, ich zwei. Ich habe da durchaus meine Pläne. Drei. Dario gemacht. Ohne zu schwächen. Dario gemacht. Ja, mal wieder. Okay. Oh, der kann so eine richtig gute Fähigkeit haben, tatsächlich. Wenn er die hat, wäre es super cool. Okay, ich bin jetzt auch auf Route 125. Komm, gönn mir einen nice Encounter. Rudi, gönn mir. Gönn, Junge, gönn. Das Spiel muss halt auch mal gönnen, ne? Yes, yes. So. So ist es. Alter, ich bin auch blöd und gehe die ganze Zeit aufs Land. Das ist natürlich nicht so schlau. Okay. So, eventuell jetzt kommt Wasser. Nicht so gut. Da muss doch irgendwas sein. Im Water. Was schwimmt denn da, Junge? Im tiefen Wasser. Im tiefen Wasser. Bei mir will einfach kein Encounter kommen. Oh, jetzt kommt eins. Okay. Okay. Es ist ein... Oh. Das hört sich nicht so gut an. Nee, das ist gut. Okay. Ich habe halt einen Arcani. Es ist mal wieder ein Feuer-Pokémon. Warte, was gab's denn hier sonst noch? Es gab hier noch Schlurbleck. Oh, ganz, ganz oft. Wie heißt es hier? Von Otaro, die letzte Entwicklung. Okay. Oh, wie heißt es noch? Atmurai. Atmurai, genau. Und Abra. Abra wäre cool gewesen. Also, Dario, du würdest dieses Pokémon lieben. Lucario? Was? Was macht der da? Lass das mal bitte. So, ich bin jetzt in der Küstenhöhle tatsächlich und ich werde surfen. Jungs, ich werde surfen. Ich werde es tun. Gönn dir. LOL. Das ist ja crazy. Was? Ja, dieses Pokémon. LOL. Ich hab gehört, was sie sein kann. Bitte lass das Pokémon kommen. Ich hab einen Landturm gehört, das wäre so gut. Lol, Landturm wäre richtig gut. Landturm wäre mega geil. Volt Absorber, Volt Switch. Hätte ich richtig Bock drauf. Come on. Och, bitte komm doch mal ein Pokémon. Ich hab's gefangen. Hier kommt nichts. Nice. Es was? Ist halt nicht das Pokémon mit der guten Fähigkeit. Es hat halt eine... Also ich mag das Pokémon sehr und es hat eine lustige Fähigkeit, aber ich glaube, die kann man nicht so gut einsetzen. Spoiler, es ist kein Landhuhn geworden. Ein Lampi? Leider nicht. Ich glaube, du hättest dich auch mehr gefreut. Es ist trotzdem ganz okay tatsächlich, aber es hat halt eine Vierfachschwäche. Ja, Vierfachschwächen sind halt kritisch immer noch. Aber es hat einen Move, der... Der? Sehr gefährlich sein kann. Welcher Move denn? Explosion. Nee. Es könnte hier alles töten. Es könnte hier alles töten. Abgangsbund. Aber Leute, ich wollte gerade sagen, ich habe den Dario wieder gemacht. Dreimal gewackelt. Alter, wenn du den wieder gefangen hättest, wäre ein Zähn gewesen. Also es ist defensiv auf jeden Fall okay. Und es hat die Typenkombi, die ich auf jeden Fall vielleicht gebrauchen könnte. Also ich bin sehr... Wie nennt man das? Angetan von meinen Encountern? Bin ich so sad, dass ich jetzt sage, okay, sind richtig bad, aber... Gefangen. Also, nice. Den in der Küstenhöhle hast du auch schon geholt. Jetzt gerade, ja. Ja, crazy. Nice Encounter, ey. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ich muss jetzt gerade hier noch einen Doppelkampf machen und dann hole ich mir auch meinen letzten Encounter. Okay. Und dann geht's ab, Mann. Auf geht's, ab geht's, Leute. Man kennt ihn. Okay, okay. Spitzname für das Ding. Wie nenne ich das denn? Ich habe einen coolen Namen. Du hast einen coolen Namen. Nichts mit Press, sagst du? Doch, natürlich. Natürlich. Alle coolen Namen sind mit Press. Was denkst du denn? Du Doofkopf. Wie er heißt? Soll ich dir sagen? Na, raus. Er heißt Schildpress. Es ist mal wieder ein wunderschöner Name. Okay, hier gab's sonst noch, sehe ich gerade, Burmi, Geweiher, Radfratz ganz oft, Nasgenäht ist es, glaube ich, Macholo, den anderen Schatten kann ich nicht entziffern, ich glaube, das müsste da, der hier sein, das müsste, wie heißt sie hier, von Kiesling die Weiterentwicklung, Sedimantur, Brokkolos, ja genau, Sedimantur ist es dann, glaube ich.
Hä? Lurak mit Knirscher? Was ist hier los? Lurak? Ja, Glurak mit Knirscher. Kämpfst du gerade gegen Trainer, oder wie? Ja, ich mach gerade einen Doppelkampf, wie gesagt. Ach, hier ist der vor der Höhle. Ja, genau. Ja, komm, Leute, wisst ihr was? Um Spannung reinzubringen, mache ich den auch nochmal. Gönn dir. Ich sehe schon das erste Pokémon sterben von mir. Ja, es ist jetzt... Wir sind auf Level 57, ne? Oh, Leute, sicher, dass wir es machen wollen? Ich weiß nicht, ob du das machen willst, sagen wir es mal so. Aber mein Team ist gerade ein bisschen angeschlagen halt, Jungs. Vielleicht ja, machen deswegen. Wir den im nächsten Part. Weil das ist ein Drachentanz, Glurak und ein Altaria. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Warte, habe ich was gegen Drache? Also, ja doch, gegen Altaria ist Drache, ja. Stimmt, wenn Flog ist gelevelt wäre, wäre ich da reingerannt? So glaube ich nicht. Ich glaube, du solltest es nicht tun, nee. Leute, wir sind gerade sehr, sehr angeschwächt. Wir müssen erstmal leveln und das werden wir auch nach dem Part machen, jetzt wo wir neue Encounter haben. Ich werde mein Team jetzt erstmal so ein bisschen aufbauen tatsächlich. Weiß nicht. Es muss auf jeden Fall gemacht werden, ne? Und ich fand diese ganze Ebene hier bei Moosbach, ne, die finde ich so ikonisch cool. Weil du hast hier halt so viele geile Sachen. Ich habe damals immer hier einen Seemops mir geholt. Und das fand ich immer mega nice und mega sweet. Und ich fand Moosbach auch immer als Stadt ganz cool. So die Stadt des Weltalls. Ich finde generell, alle Städte ab Baumhausen City sind super interessant. Ja, wirklich. Also Baumhausen City ist super schön. Siegersund City. Flussbrunn kommt noch. Xenneroville, Moosbach, wo wir jetzt sind. Alles wunderschöne Städte hier. Also generell, was das stehende Design angeht, Gen 3 ist da schon sehr, sehr stark. Und hat sehr viele Orte, die man sich gut einprägen kann. Alter, was habe ich denn Glück mit dem Wesen heute, ey. Alter, was habe ich denn Glück mit dem Wesen heute? Was? Was für ein Wesen? Sag mir nur das Wesen, nicht das Pokémon. Verteidigung plus, Spezialangriff minus und er ist ein physischer Attacker, der eine gute Defensive hat. Boah, ja, kühles Wesen ist natürlich echt gut. Das ist halt verdammt geil, Alter, ey. Das ist nicht bad. So, ich hole jetzt meinen Encounter in der Küstenhöhle. Es ist ein... Da. Okay. Oh, nein. Nicht nice. Ich hatte dieses Pokémon mal als Encounter, hab's versehentlich gekillt und hätte es jetzt als Dupes Claws haben können, wenn ich es damals gefangen hätte. Also ich hätte einen anderen Encounter bekommen können. Ah, oh, das ist schade. Was hast du denn damals gekillt? Das ist jetzt die Frage, die man sich stellen muss. Ich kann mal so viel sagen, ich habe es im Friedhofbereich Ladungsstoß. Ladungsstoß. Aber ja, kritisch. Was kann denn Ladungsstoß? Es ist kein Elektro-Pokémon, so viel kann ich sagen. Okay. Was kann denn sein, was du damals gekillt hast? Fragen wir Fragen. Boah, da gibt's tatsächlich nicht so viel. Ich habe nicht so viele Encounter gekillt, ich meine, ich habe Knacks. Also ich habe Knacks selber nicht gekillt, aber... Also es gibt Nasgnet und Porygon, die das halt können, außerhalb von Elektro-Pokémon. Ja, unter anderem, richtig. Gibt aber noch mehr, viel mehr. Da schaut er schon nach, der Frechdachs. Nee, mehr gibt's tatsächlich nicht. Ja, dann hat er es in dem Hack dazugekommen. Gibt's tatsächlich nicht, also ich sehe hier nichts. Durch Level-Ausstieg gibt's hier nichts und durch... Zucht Amarino? Nein, ist auch nicht Amarino. Durch Zucht? Ist egal, Leute. Du wirst es nicht herausfinden. Doch, ich werde es herausfinden. Nein. Außerdem redest du nicht ins Mikrofon. Ich höre dich fast gar nicht mehr, Alter. Was? Wo bist du? Ich muss doch hier auf PokeWiki gucken. Oh, warte, ich mag Gendin. Ich muss gerade mein Pokémon anschauen hier. Ja, was lernt der Junge denn noch? Der lernt tatsächlich noch... den Move hat er. Er lernt ja noch irgendeine Eisattacke, sag ich schon. Huch, habe ich da was gespoilert? Leute, huch, was, Er lernt ja noch irgendwie eine Eisattacke. Also ist er wahrscheinlich ein Eis-Pokémon. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein Eis-Pokémon. Ne, ich suche gerade nach einem anderen Move tatsächlich. War es das Eis-Pokémon mit einer Vierfachschwäche? Nein. Wer weiß das schon so genau? Alter, der lernt auf Level 76 noch eine Attacke. 76? Ja. Nicht bad, nicht bad. Mhm. Leute, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Das kann ein cooles Pokémon werden. Also, ich habe halt viele Pokémon, die sehr langsam sind, heute bekommen. Und ein Pokémon, was sehr schnell ist und was definitiv in mein Team kommen wird. Also ein gutes Pokémon. Ein Pokémon, was echt gut helfen wird.
Auch gegen Psycho? Hast du da was Gutes gegen bekommen? Gegen Psycho? Ich habe einen Geist bekommen, kann ich ja so mal sagen. Ja. Also ich meine, wir werden halt, also zur Erklärung, wir werden nämlich nicht die Videos jetzt sehen. Das heißt, wir werden demnächst einen 1v1-Kampf haben und wir haben dann keine Ahnung, was der Gegner reinschicken würde, ne? Yes, das ist das Ding. Weil wir jetzt halt so viele neue Encounter haben, das wird sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall noch ein Unlicht-Pokémon mit Pandacro, was ich benutzen kann in der Arena. Stimmt, das ist richtig stark. Das ist halt echt gut gegen Psycho, ja, weil... das ist halt echt stark. Du hast halt da deine Unlicht-Attacken. Ja, und meine ich habe keine Schwäche so wirklich, außer Käfer. Obwohl, Käfer nicht resistet? Ja, doch, du hast Fee als okay, Schwäche. Fee, Käfer ist keine Schwäche. Fee als Vierfachschwäche vor allem sogar noch. Holy, du hast Kampf holy als Schwäche, du hast Flug als Schwäche. Also du hast schon ein paar Schwächen. Nee, ich meine jetzt in der Arena, aber stimmt, wenn da jetzt ein Galagladi ist, dann wird das auf jeden Fall kein Problem machen. Dann wird das doch ein Problem machen, meine ich. Ja, ich wollte gerade sagen, was sagst du da gerade? Leute, ich bin's, der President Fee. Wisst Bescheid. Ja, man kann ja mal Fehler machen. Ich habe noch Drifloon, was ich benutzen könnte eventuell. Das ist ja auch nicht schlecht, das stimmt. Ich habe noch mein Cavalanzas. Also ich glaube, es ist generell nicht blöd, jetzt ein Team aufzubauen, was gut gegen die Psycho-Arena ist. Yep, dann kannst du ja immer noch anpassen. Also du kannst jetzt halt ein paar mehr Pokémon trainieren und dann hast du halt nach der Psycho-Arena wieder ein Team, was gegen Team Aqua und Team Magma gut dasteht, weil kurz danach, so zwei Folgen vielleicht danach, wird es wahrscheinlich den Aqua- und Magma-Bosskampf geben plus den 6v6-Kampf. Oh yes, Leute, das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Aber Leute, ich würde sagen, hast du dein Pokémon gefangen? Ich habe ein Pokémon gefangen. Ich erkunde gerade noch ein bisschen die Küstenhöhle, aber das kann ich auch offscreen den Rest machen, deswegen können wir hier beenden. Right, würde ich sagen. Leute, wir werden jetzt erstmal ein bisschen leveln. Bei Present geht's weiter. Schaut da gerne vorbei, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier einen schönen knackigen Part gehabt. Auch mal was Cooles, ein paar Encounter. Und wir werden mal gucken, was wir daraus zaubern. Dann geht's im nächsten Part in die Arena. Let's go. Auf geht's, ab geht's. Leute, lasst doch gerne Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.